Sie sind ja überhaupt nie ein Apparatmann gewesen. Nein. Ja? Nun ist die SED ja zu diesem Zeitpunkt, auch die PDS, ja zunächst einmal eine große Organisation. Ja? Wie haben Sie da eigentlich angefangen? Hatten Sie da Helfer? Sind Sie eine Gruppe gewesen? Ja. Also das klingt im Nachhinein so unglaubwürdig, dass man es gar nicht nachvollziehen kann. Errichtet. Ich kannte aus dem Apparat des ZK der SED zwei Leute vorher. Eine davon habe ich zu meiner persönlichen Mitarbeiterin gemacht und das war es dann auch. Und dann kamen drei, die haben sich mir angeboten und haben gesagt, sie finden das ganz okay. Und so ist dann langsam eine Struktur entstanden. Zunächst war ich allein und ich habe damals noch einen Fehler begangen, weil ich auf dem außerordentlichen Parteitag von einem Journalisten gefragt wurde, was ich denn jetzt mit dem Apparat mache. Und da habe ich gesagt, na, ich glaube, spannender ist die Frage, was der Apparat mit mir macht. Und da war ja auch was dran. Und zugleich war das auch wieder eine so komplizierte Situation. Es war ja schon bei ganz vielen das Gefühl verbreitet, so geht es nicht weiter, das muss sich alles ändern. Es gab ja auch im ZK-Apparat eine große Unzufriedenheit mit der Politik von Honecker und auch mit der von Krenz. Und es war ja auch klar, wenn diese Partei sich erneuern will, muss der Apparat rigoros abgebaut werden. Auf der anderen Seite, im Unterschied zu der DDR früherer Zeiten, es gab ja keine Perspektive für viele. Sehen Sie mal, ich hatte das auch unterschätzt. Also ich wusste natürlich, dass der Apparat des ZK groß ist und ich wusste, dass es Bezirksleitung gibt und dass es Kreisleitung der Partei gibt. Aber als ich dann die konkrete Zahl bekam, 44.000 hauptamtlich Beschäftigte, da bin ich natürlich glatt umgefallen. Also mit solchen Größenordnungen hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Und im ZK waren es nicht so viel, da waren es etwa 4.000 technische Angestellte und politische. Ich habe nun, als ich gewählt wurde, etwas gemacht, was es bis dahin noch nie gegeben hatte. Ich hatte alle politischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammengerufen und eine Rede gehalten und danach alle technischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zur Köchin zusammengerufen und auch eine Rede gehalten. Und über die Perspektiven haben wir uns dabei unterhalten. Leichtfertig versprochen, dass wir zwar reduzieren müssen, aber dass jeder natürlich eine Arbeit bekommt. Das war noch ein bisschen naiv von mir, muss ich sagen. Das war da nicht durchzustehen und nicht durchzuhalten. Und das war natürlich eine komplizierte Situation, weil es natürlich in dem Apparat nicht wenige gab, die auch gegen mich arbeiteten, logischerweise. Und ich ja gar nicht so schnell so viel Informationen bekam, dass ich das hätte einordnen und einschätzen können. Vor allen Dingen das Präsidium, das damals gewählt worden ist, bestand aus lauter Leuten, die nicht da waren. Also Berghofer saß eben in Dresden. Und so waren sie verteilt über das ganze Land. Und an der Stelle im ehemaligen ZK-Gebäude waren von dem Präsidium, also neben mir, vielleicht noch zwei Leute. Das heißt, ich war wirklich etwas einsam. Das kann man schon sagen. Und Hans hatte ganz andere Probleme. Der hatte seinen Ministerrat, das war alles schwierig genug. Also der konnte sich nun darum nicht auch noch kümmern. Das war auch ganz klar. Insofern, das war schon eine Situation, die man sich vorher nicht ausrechnen kann, sowas kann man auch gar nicht lernen. Ne? Was machte die sowjetische Partei zu dieser Zeit im Dezember? Haben die Delegierte geschickt, Berater geschickt? Der Botschafter besuchte mich, ja. Wie gesagt, es gab dann das Gespräch mit Gorbatschow am Telefon. Dann kam Jakowlew und hat eine lange Beratung mit mir durchgeführt. Und später war ich dann bei Gorbatschow in Moskau. Das ist der Perestroika-Reformer, also der... Ja, damals. Jetzt ist er ja wohl, glaube ich, in ganz Alexander. Anderen Welten gelandet, ja, nicht wahr? Aber damals gehörte er auch zum Politbüro. Ja. Aber ansonsten muss ich sagen, gab es in dieser Zeit nicht mehr viel Beratung, geschweige denn Anleitung oder Anweisung, wie das ja offensichtlich früher der Fall war. Das lag wahrscheinlich daran, dass sie selber im Chaos fast erstickten und sich jeden Tag neu überlegen mussten, was sie machen. 44.000 Menschen, ja, ja. Die jetzt diese Partei. Und das ist, wenn ich was mal sagen darf, das ist ohne Parteibetriebe. Ja. Das kam alles noch dazu. Ja. Und wissen Sie, was ich völlig vergessen hatte? Also nicht, dass ich das nicht gewusst hätte. Ich habe es nur in dem Moment vergessen, als ich zum Vorsitzenden gewählt wurde. Ich hatte, wie gesagt, an das ZK, die Bezirksleitung und die Kreisleitung gedacht. Woran ich überhaupt nicht gedacht hatte, waren die ganzen Einrichtungen, die das ZK noch hatte. Parteiarchiv. Parteihochschule, Akademie für Gesellschaftswissenschaften. Das waren alles Parteieinrichtungen. Das gab es ein Institut, ich glaube, für sozialistische Landwirtschaftsführung oder sowas. Und ich habe mich erschreckt, als ich zurückkam nach der Wahl,
lagen, wie noch sozusagen üblich zu dieser Zeit, von allen diesen Einrichtungen Glückwünsche auf dem Tisch. Und über diese Glückwünsche bekam ich plötzlich mit, was alles noch dazugehört. Ja. Und da gebe ich zu, wurde mir richtig schlecht. Ja, weil ich mir auch überhaupt noch keine Gedanken... Ja, wie Rittergüter mit dran gehängten Planstellen, ja, ja, auf den Gehälter wachsen. Mit Hunderten, zum Teil Tausenden Leuten. Und ich hatte ja... Und da fiel mir plötzlich ein, dass ich mir überhaupt noch nie einen Gedanken gemacht hatte, was aus all diesen Einrichtungen und ja damit den Menschen, die dort tätig sind, werden soll. Und dann gab es wenige Tage danach so was Ähnliches, ja, kann man sagen, wie ein Streik oder eine große Unruhe an der Parteihochschule. Und dann wurde ich gebeten, dort unbedingt hinzukommen. Was sagen Sie Hunderten Parteischülerinnen und Parteischülern im ersten, zweiten und dritten Studienjahr, was aus ihnen werden soll? Wozu sie das dann noch weiter machen sollen? Was sagen sie dem Lehrkörper? Und das sozusagen 3-4 Tage danach. Und wann hätte ich denn je Zeit gehabt, 88, 87, 89, mir darüber mal Gedanken zu machen? Also ich hatte ja keine Konzeption. Es gab zwar diese Gruppe um Dieter Klein, André Bricher, Michael Brie und andere, die sozusagen schon versucht hatten, mal alternative demokratische Sozialismusvorstellungen zu entwickeln. Aber mit dem Apparat und was aus den ganzen Institutionen werden sollten, haben die sich ja auch nie beschäftigt, nein, nicht wahr? Ja. Also insofern... Das sind richtig Philosophen und Soziologen. Ja, so, nicht? Ja. Ich meine, das ist auch, ja, war sehr wichtig, dass da überhaupt, ja, sozusagen ein gewisser programmatischer Vorlauf, ja, da war. Ja. Aber so ein Redenschreiber oder sowas haben Sie jetzt gar nicht gehabt? Ja? Nein. Ein anständiger Politiker hat doch da, ja, jemanden, ja, der ihm da die Vorschläge macht. Es gab eine Gruppe um Dieter Klein, die für den Parteitag eine Rede ausgearbeitet haben. Ja. Aber ansonsten, sage ich mal, wenn ich dann ansonsten aufgetreten bin, war das alles in der Regel frei. Und Sie sind noch im Grunde die dominierende Partei in einem intakten Staat. Die haben ihre Agenten in Afrika, sie sind präsent im Gespräch der Geheimdienste in der Welt. Überall in jeder größeren Hauptstadt sitzt ein Botschafter. Ist doch richtig, ja? Das ist richtig noch ein intaktes Staatswesen. Ja, ja, die Botschafter saßen auch noch da. Ich hatte ja auch noch diesen berühmten WC-Apparat, ne? Ja. Der existierte noch ein paar Tage lang. Was ist ein WC? Ja, das wusste ich vorher auch nicht. Also das ist ein abhörsicherer Apparat, wo sie Nummern hatten. Da konnte ich theoretisch Gorbatschow anrufen und weiß ich, die Chefs der anderen Ostblockstaaten. So, nein, das habe ich natürlich nicht gemacht, aber es hat mich sehr gereizt, muss ich zugeben. Ja. Ja. Und außerdem konnte ich alle DDR-Botschafter anrufen. Ja. Was ich auch nie gemacht habe, mit einer Ausnahme, ich habe den in Rumänien angerufen, als die Meldung über den Sturz von Ceausescu kam, um mich zu erkundigen, was da, ja, läuft und was, ja, da los ist. Wie wirkt so etwas auf Sie? Das ist ja nur die Destabilisierung, die Sie zu Hause auch befürchteten im Grunde. Ja? Die hat also darauf reagierte ich, ehrlich gesagt, mit einer gewissen Erleichterung, was nicht, ja, heißt, dass die Art des Prozesses, die dort stattgefunden, ja, hat, etwa... meine Zustimmung findet, weil sowas kann ich meine Zustimmung finden, ganz egal um wen es geht. Das, ja, war klares, ja, Sondergericht natürlich, ja, nach rechtsstaatlichen Kriterien völlig indiskutabel. Aber ich hatte vorher eine viel größere Sorge, dass ich, also allerdings auch ein bisschen naiv, ich hatte mir plötzlich überlegt, als ich das wurde und dann war ja dieses Warschauer Vertragstreffen, da waren noch Hans Modrow und Egon Krenz, der war ja noch Staatsratsvorsitzender zu diesem Zeitpunkt. Und da habe ich mir überlegt, Mensch, wenn ich jetzt künftig dahin muss und da kommt so einer wie Ceausescu und dem soll ich einen Bruderkuss geben, das fällt aus. Das war das Einzige, was mir klar war, das fällt aus. Also das lasse ich, wenn es denn nötig ist, vorher über diplomatische Kanäle mitteilen, dass das mit mir nicht stattfindet. Ne? Und insofern war ich dann erleichtert, weil mir ja klar war, dass diese Veränderungen, die da stattfinden, da wird es kein einziges Land geben, vor denen sie Halt machen. Nicht. Nach der DDR kam die Tschechische Republik und also die Tschechoslowakische damals ja noch, dann kam Rumänien und dann kam auch Bulgarien. Also das war mir eigentlich klar. Die Frage war immer nur, wie verläuft es? Werden das furchtbare, blutige Auseinandersetzungen oder wie wird das Ganze stattfinden? Aber dieser WC-Apparat wurde dann auch schnell abgeschaltet. Von wem? Das haben wir, glaube ich, selber beantragt, weil ich gesagt habe, ich gehöre in diesen Mechanismus nicht rein. Und dann löste sich ja auch allmählich der Warschauer Vertrag auf. Ich glaube, dass das auch bei Hans Modrow dann abgeschaltet war. Also diese Einrichtungen fielen dann stückweise weg, wobei ich heute nicht mehr genau sagen kann, an welchem Tag das war. Ich habe es, wie gesagt, von diesem einen Gespräch mit Gorbatschow und dem einen mit dem Botschafter der DDR in Rumänien abgesehen auch nicht genutzt.